So, willkommen zu einem kleinen Informationsvideo. Dazu nutze ich hier gerade mal die Tutorial Map von Among Us. Ja, hier gibt es tatsächlich eine Tutorial Map, Freeplayer Map, wo man hier mit Dummies spielen kann. Kann man halt, wenn man am Brust das hier die Leute töten. Das soll es ja aber nicht sein. Das soll nicht das Inhalt des Infovideos sein. Es soll heute gehen um den Adventskalender 2020 auf Zwergenfuß.lp. Naja, erstmal nicht auf Zwergenfuß.lp, sondern auf meinem Zweitkanal dieses Jahr. Das nennt die große Info. Auf meinem Hauptkanal gibt es dieses Jahr kein Adventskalender-Projekt. Das fällt heute, leider aus. In den Jahren zuvor, 2016, 2017, 2018 und 2019, jedes Jahr eigentlich bisher, gab es auf meinem Kanal einen Adventskalender und auch der Adventskalender 2019 war, also die Adventskalender waren jedes Jahr bisher sehr aufwendig gestaltet und war mal eine Heidenarbeit dran. Da saß ich manchmal schon ab August dran mit der Planung und da sitze ich ein halbes Jahr mit der Planung dran und ist mir wenigstens einen Monat vorher Stress mit Produktion und so weiter. Das ist wirklich, das ist ein Heidenaufwand dahinter gewesen, letzten Monate. Da habe ich mir jetzt 2020 auch gesagt, lässt den Aufwand bleiben und sagst du den Adventskalender erstmal in der Form, wie er die letzten Jahre war, ab. Und ja, die Adventskalender 2016, 17, 18 und 19 bleiben natürlich bestehen auf meinem Kanal. Die könnt ihr, wenn ihr das so sehr vermisst, natürlich auch dieses Jahr noch weiter gucken. Ansonsten gibt es auf meinem zweiten Kanal, der da heißt Zweis Restrampe, da gibt es dieses Jahr einen Adventskalender. Und zwar einen ganz geringen, aufwendigen, also einen Kalender ohne großen Aufwand. Einfach einen Adventskalender. Ich habe mir einen Adventskalender gekauft, da sind ganz viele süße und tolle Sachen drin. Der Frühstücks-Adventskalender, wie der sich nennt. Auch unter dem Namen der Renten-Adventskalender. Auch unter dem Namen ist er bekannt. Und den werde ich dieses Jahr mit euch öffnen. Da werde ich jeden Tag mal mit meiner Kamera, ein bisschen mit meiner Relog-Kamera, ein bisschen was aufnehmen und werde ich euch aufnehmen, wie ich die Tür öffne. Zur Erklärung, der Frühstücks-Adventskalender, der besteht aus 24 kleinen Sachen, die man sich zum Frühstück bereiten kann. Und unter anderem ist da auch, ich hatte den Kalender letztes Jahr schon, 2019 hatte ich den schon und habe den privat geöffnet. Und mich hat der so begeistert. Also es ist einfach das, was Zwergi Freude macht. Das ist genau das, ist der, also ist zwar der Rentner-Adventskalender, aber genau das ist. Das Frühstück ist für mich die wichtigste Mahlzeit am ganzen Tag und es darf bei mir nicht fehlen. Und so ein Adventskalender, wo jeden Tag, da ist zum Beispiel ein Tee mit drin, sind Teepulver mit drin, Kaffeepulver, ein Aufstrich fürs Brötchen. An einem Tag ist auch eine Kerze mit drin, eine Duftkerze. Kann man anzünden im Video. Ich werde es mit euch gemeinsam auspacken, Tag für Tag, und das dann tagesaktuell noch hochladen und da habt ihr dann so einen kleinen Ersatz-Adventskalender. Auf meinem Hauptkanal passt es dieses Jahr nicht, weil ich jetzt seit einer ganzen Weile schon auf dem Hauptkanal dreispurig fahre. Es kommen täglich drei Videos auf meinem Kanal online, 10 Uhr, 14 Uhr und 18 Uhr, und da ist jetzt wenig Platz momentan, um da noch einen Adventskalender täglich reinzuhauen. Da
dann müsste man, könnte man jetzt noch 20 Uhr oder so. Wahrscheinlich werde ich noch auf dem Zweitkanal irgendwann so am Abend. Es wird wahrscheinlich erst am Abend kommen. Ihr werdet eure tägliche Portion Adventskalender gegen Abend bekommen. Da ich das halt dann auch immer erst filmen, erst öffnen, filmen und euch dann schmackhaft servieren muss und dann schneiden und so weiter. Es wird wahrscheinlich so gegen 18 Uhr oder 20 Uhr dann auf den Zweitkanal kommen. Also hier mal alle mal auf den Zweitkanal gehen und den mal abonnieren und verpasst ihr auch den Adventskalender nicht. Ansonsten wird es wahrscheinlich auf meinem Hauptkanal auch noch eine Playlist geben, die ich dann euch auch noch irgendwo hinpacke, wahrscheinlich unter, da gibt es ja eine Spalte, Z-Logs, News und so weiter, da kommt das dann ganz hoch hin und dann, wer nicht auf meinen Zweitkanal gehen will, der kann sich das dann dort anschauen und dort ganz gerne in der Playlist das gucken. Am besten ihr abonniert den Kanal, den Zweitkanal Zweckis Restaurant. Da kommt doch ab und zu mal exklusiver Content rein. Ja, und dann ja, nächstes Jahr gibt es wieder, das wollte ich noch sagen, 2021 gibt es natürlich wieder einen Adventskalender. Da werde ich mir dann wieder was ganz Aufwendiges einfallen lassen. Da bin ich dann wieder das halbe Jahr mit beschäftigt und werde wieder das halbe Jahr mit meiner Adventskalender-Produktion beschäftigt sein. Bis dahin, wer wirklich großartigen Adventskalender haben möchte, der schaut sich die bisherigen Adventskalender von 2019 und 2020 und 2016/17 an. Ja. Ansonsten bleibt nur noch zu sagen, habt eine angenehme, fürstliche Zeit und ja, ich hoffe, ihr macht euch das Weihnachtsfest ein wenig gut und auch in diesem schweren Jahr kann man das Weihnachtsfest ertragbar machen und ein paar. Es kommen ja auch auf meinem Hauptkanal noch einige Videos im Adventskalender. Es kommen 3 Videos am Tag. Also wer wirklich einen Adventskalender haben will, der guckt einen meiner 3 Videos pro Tag und nimmt das als Adventskalender. Das ist auch noch eine Option, die man hat. Ja, das wollte ich euch nur verkünden. Das ist ja die leider dieses Jahr kein Weihnachts. Ich kriege hier im Hintergrund alle, dass es keinen Adventskalender gibt. Grund dafür ist, wie gesagt, 2020, da hatte ich schon, ich habe einen Podcast am Laufen, ich habe 3-fach Upload, das ich mir selbst aufgelastet habe, ich weiß. Ja, und vieles ist auch gar nicht möglich, also normalerweise mache ich immer so Vlog-Adventskalender, Adventsmärkte finden nicht statt und Passantenbefragungen und so weiter, was man sich alles auch denken könnte. Viele Vlog-Projekte sind alle gar nicht möglich. Vieles ist gar nicht machbar jetzt in der Corona-Zeit und dann, ja, lässt man das auch einfach ausfallen. Ja gut, ich habe jetzt das hier schon lange genug in Länge gezogen. Da mich nach oben sonst nicht gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr seid und den, ja, lasst auch auf dem Zweitkanal ein Abo da, wenn ihr den Adventskalender nicht verpassen wollt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Wenn nicht, mache ich das noch im Schnitt irgendwie mit rein. Ja, schauen wir mal. Bis dahin. Und ja. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.